Marco Grob bei der Arbeit. Wie wird ein gutes Foto zu einer Ikone? Um diese Frage zu ergründen, hat der Fotograf Marco Grob fast ein halbes Dutzend der berühmtesten Fotografen in seine Heimatstadt Olten eingeladen. Im Kunstmuseum lässt der Fotograf auch das wohl berühmteste Kriegsbild der Geschichte aufhängen. Der vietnamesische Fotograf Nick Ut wird in Olten persönlich über die Entstehung dieses Bildes berichten. Wie kam es zur Idee für das Fotofestival? Es war eine spontane Idee über eine Mittagspause. Es war eine Bieridee. Bei uns war es eine Kaffee-Idee. Wir haben einfach gesagt, komm, probier das mal. Und 6 von den 15 Speakern, die jetzt dort sind, haben am ersten Tag schon zugesagt. Marco Grob zeigt dem 10 vor 10 Journalisten seine Fotos, die nach den Shootings alle auf der Festplatte seines Computers landen. Wie war die Arbeit mit Steve Jobs, dem Erfinder seines Notebooks? Wir sind auf Cupertino. Haben aufgebaut, er ist eingelaufen. Nach 3 Minuten 48 Sekunden war das vorbei. Und dann hat er gesagt, er hat Hunger. Also, wir sind dann zu Mittag gegessen. Also, Zeit hatte er, aber einfach fotografiert wird man, ist einfach nicht gern geworden. Ein Jahr später starb der Apple-Gründer. Dies ist das letzte Porträt. Marco Grob führt uns in eine alte Lastwagenfabrik in Olten. Hier hat der heutige Starfotograf 20 Jahre lang vor allem Kochbücher fotografiert. Also das war unmöglich, dass es vorher gegangen ist, weil ich vorher einfach mit zu fest verwässert alles machen wollte. Und die Sachen, die ich gewusst habe, dass ich die gut kann, habe ich als Hobby betrieben für 20 Jahre. Und nachdem ich es wirklich angepackt habe und genau diesen Teil rausgepickt habe und den Rest eigentlich weggefallen, in dem Moment ist es dann auch gegangen. Wie arbeitet der Fotograf der Stars und Staatspräsidenten? Marco Grob demonstriert seine Technik mit dem 10 vor 10 Reporter als Modell. Ich darf zum Beispiel die Kamera bewegen, bis die Chefin kommt, und am Schluss die Studie bewegen und dann machen wir nur noch alle so. Das ist ein eindeutiger Energiewechsel, um zwischen, wenn man da mit unten hat oder hinten. Wäre das Shooting jetzt ganz anders jetzt mit einem amerikanischen Präsidenten? Im Grundsatz spielt sich das nicht anders ab als jetzt. Es ist keine Hexerei, es ist nicht viel Licht, es sind meistens eine Lampe. Beim Shooting im Trump Tower versucht der spätere Präsident, möglichst freundlich zu wirken. Und dann habe ich gesagt, ich kann schon lachen, aber das drucken wir nicht. Wir drucken keine lachenden Bilder. Das ist schrecklich nah, Mann. Etwas in Trumps Mund irritiert den Fotografen. Wir haben zuerst gemeint, er hätte einen abgebrochenen Zahn. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass es ein Stäffel ist. Und das hat dann irgendwann rausgenommen und bei sich auf den Teppich gelegt. Porträts ist für mich mein Weg, die Welt zu erklären. Es ist immer sehr unkomplett in diesem Sinn, aber ich versuche mit den Leuten, die ich aufnehme, die Zeit in der wir leben, eigentlich zu erklären, mit den Personen, die die Zeit bestimmen, die wir drin leben.